Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zum Siavo Studio Buzz Podcast. Ich bin die Doug und ich komme zu euch aus Albuquerque im Bundesstaat New Mexico in Amerika. Ich lebe jetzt schon seit 15 Jahren in der Wüste, nachdem wir zunächst in Maryland an der Ostküste gewohnt haben. Und oh, ich finde es so toll hier, obwohl ich eigentlich auch das Meer liebe, was jetzt natürlich habe ich so eine ordentliche Dosis mehr gekriegt, weil unsere Tochter hat jetzt gerade ihren Abschluss vom Studium gemacht und wir waren jetzt gerade in Kalifornien und haben sie gefeiert, haben auch unseren Sohn gefeiert, der ist 25 geworden und dann irgendwie mittendrin war dann noch Muttertag. Also es war eine ganze Partywoche, als wir da waren. Wir hatten ein nettes Airbnb ganz in der Nähe vom Strand und es war irgendwie zwar dort relativ kühl, San Diego, Kalifornien, also nicht kalt kühl, ne, sondern halt so eine Frische, doch noch im Vergleich zu später, als wir dann durch Arizona zurückgefahren sind, wo es dann richtig, richtig heiß schon war. Aber ja, die Zeit in Kalifornien war total schön und habe einfach ein bisschen Ocean getankt. Bin auf lange Spaziergänge, auch am Meer, so gut es ging. Eher weniger gestrickt, als ich dachte, obwohl ich habe schon wenig Wolle eigentlich mitgenommen gehabt. Weniger Projekte mitgenommen gehabt, als ich sonst so mitnehme, wenn ich reise. Ich muss ein bisschen näher kommen, damit ihr nicht die halbe Wand nur seht, sondern ja, ich bin's. Hier. Nicht so. Ja. Das war das. Mein Bruder war auch hier aus Deutschland. Das war also ganz, ganz besonders toll, dass er also mit uns feiern konnte und wir hatten wirklich eine super schöne Zeit. Wir sind dann, unsere Tochter ist von dort aus nach Asien gestartet, macht so eine ganz besondere Reise und wir sind dann zurückgefahren. Mein Mann mit ihrem / seinem Auto, also ursprünglich war das mal seins, was sie dann praktisch annektiert hat. Und er hat es also dann zurück übernommen und wir haben natürlich ihre Sachen mitgenommen, weil sie ihre Wohnung leergeräumt hat. Ihr Mietvertrag ist jetzt ausgelaufen und mein Mann ist dann durch Tucson zurückgefahren und ich bin noch mit meinem Bruder nach Arizona gefahren, wo wir uns Palm Springs angeguckt haben, Joshua Tree National Park und da ja ein bisschen Mid-Century-Häuser getourt haben, Straßenfest genossen haben und so weiter, alles mögliche. Also es war einfach wirklich wunderschön. Und wie schlage ich jetzt den Haken zum Strickzeug? Ja, so natürlich! Ich habe hieran gestrickt auf der Reise und habe also tatsächlich es geschafft, dieses Top fertig zu kriegen. Leute, ich sage euch, nachts sollte man nicht versuchen, Probleme zu lösen, weil die Probleme könnten echt hausgemacht sein. Allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte ja das Problem, dass ich gedacht habe, meine ganze Maschenzahl stimmt überhaupt nicht. Also erstens mal, glaube ich, habe ich mich verzählt. Okay. Und dann hat mich aber, ich glaube, in der Anleitung wäre das nicht symmetrisch gewesen, wie dieses Muster über den Ärmel sitzt. Und wenn das also stimmt, dass das tatsächlich nicht symmetrisch gewesen wäre, das hätte mich sehr gestört. Ich habe es, und da verrate ich euch nicht zu viel, erzähle euch gleich nochmal alles zu dem Muster. Ich habe es dann so gemacht, dass ich hier in der Mitte einen Mustersatz hatte. Ich glaube, ein Mustersatz waren 17 Maschen und ich habe das also in die Mitte jeweils vermittelt. Plus 10 plus 10 Maschen. Die Ärmel sind jetzt aber sehr eng.
Aber schaut mal, der Pulli sonst passt mir, ne? Ist also echt okay. Ja, also, aber trotzdem, ich würde ihn echt, ich habe echt überlegt, machst du den jetzt nochmal gleich und machst du ihn eine Größe größer? Das heißt, das wäre dann, ich glaube, noch ein, also ich hoffe, das stimmt so, was ich jetzt erzähle. Ich glaube, es wäre jetzt noch ein Mustersatz gewesen. Es ist natürlich so, dass natürlich hier viele Maschen angeschlagen werden. Und ich wollte wirklich auch nicht unbedingt dann sowas, was hier so ganz doll eine Armöffnung zeigt. Das ist dann natürlich wieder der Nachteil. Na, ich könnte natürlich, nee, das passt schon so mit vielen Maschen hier anschlagen. Ich glaube 25 oder so, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Zur Information, das ist ein, ich glaube, Borettseidengarn oder so, Soft Silk von BC Garn. Habe ich so drauf gebeppt auf meine originale Anleitung. Und ich habe gestrickt die dritte Größe, also Größe M. Ich glaube, 6 Größen gibt sie vor. Und ich habe es definitiv kürzer gemacht als hier, weil ich wollte es auch auf einem Kleid tragen können. Mal im Sommer, was weiß ich, wenn man so ein Spaghetti-Kleid anzieht oder so. Ne? Ja. Kürzer, ach so, was, ich muss mich mal kurz mal, muss ich mal überlegen, was wollte ich noch sagen. 3,75 Nadelstärke. Ich hatte 200 Gramm Stränge. Das habe ich übrig. Also wirklich noch relativ viel. Und ich glaube, das sind 47 Gramm. Ah nee, Quatsch. 43 Gramm. Also ich habe 157. Ich habe also echt nahe dafür nur 157 Gramm verwendet. Unglaublich. Ja, finde ich wirklich verrückt. Ne? Man denkt, das denkt man nicht. Ich habe nur gedacht, wäre das knapp mit 2 Strängen, aber ja. 3,75. Das Bündchen oder diese linken, das hier und auch unten dann, das habe ich mit 3 mm Nadeln gestrickt. Beziehungsweise hier unten eine Runde mit linken Rippen und die nächste Runde rechts mit der originalen Nadelstärke 3,75 und dann habe ich runtergewechselt. Ja. Ja. Und dann habe ich noch. Man braucht ja immer so ein jederzeit taugliches Projekt und das sind natürlich immer Socken. Ich habe also jetzt endlich die Socken mit meinem 6-fach Zauberball fertig gemacht. 2,5 mm Nadeln. Das Maschenbild war mir zu lapperig mit 3 mm Nadeln. Habe also mein ganz normales Rezept gemacht. 2,5er Nadeln, 4x16 Maschen. Also Nadelspielen, ne? Und habe das übrig. Das sind tatsächlich 49 Gramm, aber ist egal. Also wie gesagt, habe ich es gesagt, 150 Gramm. Ein 150 Gramm Bällchen war das. Mal gucken, was ich damit mache. Ob ich damit vielleicht noch ein paar Shorties mache oder so. Keine Ahnung. Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. So. Oh nein, jetzt ist mir gerade der Wollknoll da hinten unter in die Ritze gecrashed. Gut, dann, das sind also meine 2 fertigen Sachen und ich nenne das fertig, obwohl, guck mal, das Top mit Fransen, ja. Macht nichts. Ja. Wo mache ich weiter? Ich
hatte das Melanie-Bergtuch noch mitgenommen auf die Reise, habe es aber nicht angefasst. Das ist das Tuch Only the Good Vibes, was ich aus... Das wohnt in dieser tollen Tasche. Das war ein Geschenk von Selma Nitz am Retreat. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich mich so gefreut. Und ich verwende für das Tuch diese beiden Zirbusgarne Sugarloaf, was ich ja so sehr liebe. Das ist ein 100% Superwash Garn, Light Fingering und 540 Yard circa pro 4 Ounce Strang, also so ungefähr 115 Gramm. Ist unheimlich schön, finde ich. Ja. So weit bin ich jetzt schon. Gibt es ansonsten nichts mehr zu sagen, außer vielleicht die Nadelstärke. Ich glaube, dass das 3,5 ist. Könnten doch 4 Nadeln sein. Wartet mal. Also, kennt ihr das? Bei manchem Licht kann man das nicht lesen. Diese Nadelstärke. 3,5 oder 4? Wartet mal. Dann zeige ich euch gleich noch das Outline. Denn beim Outline verwende ich 4 mm Nadel. 3,5er sind das. So, das packe ich jetzt wieder weg. Und dann zeige ich euch jetzt gleich das Outline. Ich weiß leider wirklich überhaupt nicht mehr, wie weit ich da beim letzten Mal war. Das ist also das Only the Good Vibes von Melanie Berg. Ist eine Anleitung, die man kaufen kann auf Ravelry. Das Outline ist eine kostenlose Anleitung von der Beata Jacek von Hedgehog Fibers. Wunderschön, wo man einfach alles, worauf man Lust hat, benutzen kann. Das ist in meinem Fall, sind es lauter kleinere und größere handgesponnenen Garne. Und zum Beispiel, wenn ich mal eine Probe gesponnen habe oder wenn ich was übrig hatte, was ziemlich dünn war, also Light Fingering bis Fingering oder Lace auch. Ich bin jetzt echt schon ganz schön weit und hätte noch immer noch diese ganzen Sachen zur Auswahl. Ich hatte das ja bei einer Strickfreundin hier gesehen und habe mich sofort Hals über Kopf verliebt und sie hat es auch aus handgesponnenen Garnen gemacht. Ich könnte mir das echt auch toll vorstellen aus einem dickeren Garn. Einfach weil diese Bewegung, das ist so klasse. Und die Struktur durch diese linken Rippen hier, toll. Und diese Wellen, die das kreiert. Jetzt bin ich gerade dabei, mich vorzuarbeiten zu diesem Grün hier. Freue ich mich schon drauf. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich war, wie gesagt. Aber als ich vor ein paar Tagen dran gestrickt habe, war ich ungefähr hier und habe dann so ungefähr 10 cm weiter gestrickt. Aber ich weiß nicht, es könnte sein, dass ihr das schon länger nicht mehr gesehen hattet. Ja, das macht also immer noch und immer wieder tierischen Spaß. Ja, das ist das. Also, ihr seht schon wieder, wie ich hier hektisch hin und her gucke. Dreimal dürft ihr raten, warum. Ich zeige euch mal was. Wenn man böse wäre, könnte man das die Liste der Schande nennen. Nee, überhaupt nicht.
erlaubt ist, was gefällt und was Spaß macht. Das ist unser Hobby. Und wenn es uns Spaß macht, neue Sachen anzuschlagen und mit Wolle zu spielen, dann machen wir das. Wenn es uns stresst, zu viele Projekte zu haben, dann machen wir es nicht. Jeder muss wissen, was ihm Spaß macht und was zu seinem Strickleben passt. Ich habe heute mal diese Liste erstellt, weil mich der Markus gefragt hat, unser allerlieber UFO-Markus. Wie viele UFOs hast du denn eigentlich? Oder wie viele VIPs, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann hat er, hier ist also jetzt auch nicht drauf das Punchneedle-Projekt und meine zwei Rucking-Projekte, die in Arbeit sind. Aber da hat sich dann, also diese Stunde der Wahrheit oder diese paar Minuten der Wahrheit ergeben, dass ich 8 Tücher in Arbeit habe. 5 Pullover, eine Mütze und mehrere Paar Socken, mindestens 4, vielleicht aber auch 5. Und von den 4 Decken wollen wir ja erstmal überhaupt nicht reden. Aber alles gut. Ja, geht jetzt aber weiter und ich zeige euch alles, was hier bei mir so los ist. Und Wolle gekauft habe ich ja auch noch. Oh, als ich mit meinem Bruder bei Joshua Tree war und da in der Gegend rumgefahren bin, haben wir bei auch so ein paar Antiquitätenläden und ein Thrift Store sind wir mal so durchgezoomt und da habe ich diese coole Tasche gefunden. Ist die nicht toll für Strickzeug? Hier hinten sogar noch dieses Reißverschlussfach. So genial. Ich liebe ja Beutel mit durchsichtig, damit man immer gleich sieht, was drin ist. Und habe dann natürlich sofort mir ein Sockenprojekt schnappen müssen und habe daran weitergearbeitet. Glaubt ihr, dass ich vorhin im englischen Podcast gesagt habe, keine Ahnung, wo das Label ist? Ich weiß nicht, was das für eine Wolle ist. Das ist Ponderosa Wolle. Dieses coole, diese coole Färbung. Ist das nicht genial? Finde ich total toll. Ich hasse abkupfern, aber das ist was, was ich wirklich gerne abkupfern würde. Mache ich aber nicht. Frau Ponderosa, das ist eine mega wunderbare Färbung und das ist übrigens Socken Nummer 1. Diese Tasche hat mich übrigens vielleicht, ich glaube, $2 gekostet. Toll, oder? Ja. So, wo geht's weiter? Der Saria-Shawl, den habe ich also nicht mitgenommen auf die Reise, weil ich mir gedacht habe, das ist ein bisschen schwierig, dann, weil man muss die einzelnen Reihen abhaken irgendwie. Das hat also so einen ganzen Muster, wie nennt man das denn? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall, man hakt die einzelnen Reihen ab und das war mir zu kompliziert. Diese Anleitung ist eine kostenpflichtige Anleitung auf Ravelry von Amber O'Brien. Die hat ganz, ganz viele tolle Tücher entworfen. Mein Tuch habt ihr auch schon gesehen. Schon mehrere Male. Ich habe ein kleines Stückchen weiter gemacht in der Zwischenzeit. Allerdings, ja, wie gesagt, das war bevor wir losgefahren sind. Das müssten auch 3,5er Nadeln sein. Und das Garn ist eins, was ich in einem Giveaway gewonnen habe, dieses hier, und dann überfärbt habe. Ich weiß auch nicht mehr, was mich daran gestört hat. Vielleicht war es mir zu
zu hell, zu weiß, keine Ahnung. Und dann, aber egal, also Hauptsache jetzt ist es wirklich total toll. Und das ist meine Kontrastfarbe. Perennial heißt dieses Garn, das sind 60% Superwash Merino. Nein, ich kann diese kleine Schrift nicht lesen. Ich habe es vorhin im englischen Podcast gelesen. Und 20% Baby Alpaka, vielleicht auch 25%, seht ihr. Ich habe es mir doch nicht gemerkt bis jetzt. In der Tat, 25% Suri Alpaka und 25%, nee, 15%. 60 plus 25 plus 15 macht dann 100. Ist Nylon, der Nylongehalt. Das Garn ist butter, butterweich. Und irgendwann hätte ich schon gerne davon vielleicht auch mal einen Pullover. Wenn ich nicht so viele handgesponnene Garne hätte, die ich auch zu Kleidungsstücken gerne verarbeiten würde. Man hat immer so viele Ideen. Ne? Geht es euch eigentlich auch so? Habt ihr auch immer so viele Ideen? Und euch reicht die Zeit nicht vorne und nicht hinten? Das ist auf jeden Fall fantastisch. Und ich denke, wenn mir diese Farbe irgendwann ausgeht, werde ich das dann so ineinander übergehen lassen, dass ich diese Farbe dann mit der ersetze. Vielleicht nicht so mit so einem harten Bruch, sondern so ein bisschen so, ne, verzahnen irgendwie, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, bestimmt, kann ich mir denken. Ja, das sind meine drei Tücher. 1, 2, 3. Ja, und dann habe ich euch noch diesen Strang Wolle mitgebracht. Das ist die Corriedale, die ich beim letzten Mal, entweder ich hatte schon angefangen zu spinnen oder ich wollte die spinnen. Wunderschön. Nicht butterweich, aber trotzdem toll. Ich glaube, das wird toll für fingerlose Handschuhe. Dukes. Denn im Dezember beginnt ja wieder die Duke Mania. Und dann habe ich außerdem von der lieben Claudia, ich hoffe, dir macht es nichts aus, dass ich deinen Namen sage, aber muss ich jetzt niesen? Sorry, ich habe geniest. Von der lieben Claudia, die liebe Claudia ist im Moment hier auf einer tollen Amerika-Rundreise und wir wollten uns eigentlich so gerne treffen. Und also wir kennen uns nicht persönlich, sondern nur durch Podcast, Instagram, wie auch immer. Und die Claudia wollte auch gerne meine Wolle finden, kaufen, wie auch immer. Und hat dann letztendlich hier im Wollladen geshoppt. Aber weil ich, als sie hier war, war ich in San Diego. Dann war sie schon in Tucson, als ich auf dem Rückweg war von Palm Springs und Joshua Tree National Park. Und jedenfalls hat sie hier geshoppt und hat mir aber auch ein Geschenk dagelassen. Also sie hat mir geschrieben, hey, da ist was für dich, ich wusste nicht was. Und habe dann diesen tollen Strang Sternenstaubwolle gefunden, wo ich mich riesig gefreut habe. Zum einen über die ganz, ganz tolle Farbe. Ja, einfach der Hammer. Es ist wunderschön, variierend gefärbt, tolle, tolle Färbung. Also wie gesagt, Sternenstaubwolle. Singles Lace Garn, also irgendwie 650 circa Yards. Und ja, noch dazu, mein Papa hat mich immer mein Stern genannt. Und dann eine Wolle zu haben, die Sternenstaubwolle, das ist natürlich auch ganz besonders toll. Ja, und dann musste ich natürlich gleich
etwas suchen und bin auch fündig geworden und habe mich tatsächlich dann hierfür entschieden, für dieses Tuch, das heißt Maria Metz Shawl von Kadri Stitches. Ich hatte es nochmal in die Kamera. Ja, also weil ich echt sofort auch anfangen wollte, habe mich dann gleich in die Mustersuche auf Ravelry gestürzt und alles hier ein bisschen verheddert. Sekunde. Und bin tatsächlich jetzt schon so weit gekommen. Ist das nicht schön? Und es ist eine kostenlose Anleitung. Ich finde es so fantastisch. Da habe ich natürlich wieder einen von meinen entzückenden kleinen Glasmaschenmarkierern, in dem Fall die kleine Biene, dran gehängt. Ja. Und da geht's, also das habe ich erst vor 3 Tagen angefangen, das geht also ständig jetzt voran. So, ich habe euch das gezeigt, ja. Ihr wisst ja, wie das ist. Entweder man wühlt im Stash und findet dann noch irgendwas, was sofort dann einem wieder inspiriert. Oder in diesem Fall waren das dann die Anleitungen auf Ravelry. Ich habe da durchgewühlt, weil ich mir in einem Laden unterwegs dieses Garn gekauft habe. Das war im Angebot, also Sale, irgendwie buy one, get one free. Für einen Knäuel hast du 2 gekriegt und ich habe gedacht, das ist ein Sommergarn, da lässt du dir was einfallen. Habe 6 Knäuelchen mitgenommen und habe, das ist ein Linea Pura, 80% Viskose und 20% Leinen. Ja, finde ich irgendwie toll. Auch die Farbe ist total toll. Und die Entscheidung fiel dann zwischen einem Jäckchen und diesem Pullover dann doch letztlich sehr, sehr schnell für diesen Pulli. Der heißt Honeycomb Pulli und der ist asymmetrisch und ich hoffe, ihr könnt es okay sehen hier. Und wie gesagt, also ich freue mich, wenn ihr euch mit mir anfreundet auf Ravelry. Ich bin da Paper Duck. Schon immer. Und da könnt ihr natürlich solche Sachen dann auch immer gleich sehen. Da bin ich echt gut dabei, die Projekte, meine Projekte da anzulegen. Ja. Den habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber vielleicht morgen, weil heute habe ich ja schon dann doch noch was anderes auch schon angefangen. Ja, ja, man muss zu seinen Schandtaten stehen. Die sind ja keine Schandtaten, ne? Wie gesagt. So, ich wollte euch aber auch noch mal 2 Anleitungen zeigen zu eurer Inspiration. Vielleicht habt ihr darauf auch Lust, weil das Honeycomb ist eine kostenpflichtige Anleitung, aber der Maria Metz Shawl, der ist kostenlos auf Ravelry und auch dieser ist kostenlos auf Ravelry. Wobei, da war ich mir echt unsicher und habe gedacht, ich will es mal nicht pushen, vielleicht tut meine Wolle, würde die dann nicht reichen hierfür. Und das habe ich also mich deshalb dagegen entschieden, obwohl mir das auch total gut gefallen hat. Und dann habe ich gleich noch dieses Tuch gefunden, Wiz, von Nadia Cretin-Lechen. Da habe ich gedacht, ach, das zeige ich euch mal. Man
wird ja gerne immer inspiriert und kriegt mal, ja, manchmal so irgendwie, ne? Oder man sagt dann, oh, wow, da habe ich ja diese beiden Farben, das mache ich dann damit. Vor allen Dingen auch toll, wenn Designer dann doch immer mal wieder etwas kostenlos anbieten, finde ich echt total klasse. Dann habe ich im Zuge meiner Suche nach einem Muster für diese grüne Lana Grossa Wolle und nach einer Anleitung für das schöne blaue Lace Garn, bin ich dann über eine Tuchanleitung gestolpert, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Das ist zwar eine Kaufanleitung, aber preiswert für 6 Dollar. Man kommt also von Ravelry aus auf eine Website, wird man geleitet und da kann man das dann kaufen. Bei 6 Dollar, die meisten Tücher, die ich gesehen habe, die man bezahlen muss, kosten also über 7 oder sogar 8 Dollar. Insofern fand ich die 6 sehr, sehr human. Und vor allen Dingen ist das Tuch so schön. Wirklich. Und ich mache es spannend noch ein bisschen. Das Tuch heißt Desert Sun. Und die Designerin heißt Natalia Moreva. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie herkommt. Aber ich glaube nicht, dass ihre normale Sprache Englisch ist. Aber die Bilder sind eindeutig hier bei uns irgendwo gemacht. Und das ist auch das, was mich so angesprochen hat daran, hey, da ist jemand, der ist irgendwie in der Wüste und sie hat so ein paar Stolpersteine jetzt schon gehabt für mich in der Anleitung. Darauf werde ich jetzt gleich nochmal eingehen, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie das tolle Tuch aussieht und dann wollte ich euch erzählen, was meine Idee dazu war. Es gibt also tatsächlich nur ein Projekt. Und das ist genau dieses Tuch. Das heißt natürlich nicht, dass nur eine Person dieses Tuch gestrickt hat bis jetzt. Ne? Hat es nur keiner eingestellt auf Ravelry. Und ich finde, das kann ja wohl nicht wahr sein. So eine tolle Anleitung und da gibt es keine Projekte. Also es muss da mal was passieren. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen einen Knit-Along machen. Einen Desert Sun Cal. Und ich hoffe, ihr macht mit. Was ich immer total gerne mache, ist, wenn ich mir eine Anleitung aussuche, ist, dass ich dann gucke, wie sieht das dann aus mit anderen Farben, mit anderen Garnen. Das ist immer unheimlich inspirierend. Das hat mir hier gefehlt, weil ich habe in meinem Stash so gut wie keine einfarbige Wolle. Und es gab aber dann kein Projektfoto, wo man handgefärbte Wolle verwendet wurde. Also, das wird jetzt geändert und wir fangen jetzt den Desert Sun Knit Along an. Wie lange der geht, das muss ich mir alles nochmal überlegen. Aber auf jeden Fall, wir legen los. Das Tuch habe ich heute angeschlagen mit 4 mm Nadeln. Ich bin also Stash Diving gegangen, gestern schon. Oh, ich gehe so gerne in meinen Stash. Ich habe eine große Kiste mit handgefärbten Fingering Garn. Ich liebe es. Da habe ich mir dann dieses ausgesucht als diese Kontrastfarbe, die bunten Farben, die dann da zwischendrin ist. Wie weit bin ich? Irre weit. So weit. Ich habe gewickelt die beiden Farben, für die ich mich als nächstes entschieden habe. Das ist also jetzt das, da bin ich bei. Und als nächstes kommt das hier. Das habe ich schon ganz ewig, ne? Schon seit vielen Jahren, schon in meinem Stash. Das ist eine diesjährige Färbung von mir. Weil das hier ist ein Singles Garn und da habe ich gedacht, oh, mach's mal alle Singles Garne. Normalerweise muss nicht, ne? Aber ich habe irgendwie gedacht, hatte ich Lust drauf. Mag gerne Singles Garne. So, das dunkle Grün ist Vortex.
Die ist auch in New Mexico oder Colorado. Ich bin jetzt, aber ich glaube in New Mexico. Diese Dame hier sitzt vor Ihnen. Das ist also mein Garn. Das hier. Diese, das ist eine Lucky Dog, gibt es nur einmal, heißt Kinky Pink. Und das hier ist Storyteller. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Oder der Laden schließt jetzt gerade, wie auch immer. Und das Garn habe ich schon ewig, wie gesagt, gehabt. So, natürlich braucht man mehr Farben als nur diese. Und da habe ich mir noch ein paar rausgesucht. Ich zeige euch die mal. Aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt, ne? Und zwar habe ich rausgesucht mir diese hier. Ihr seht schon, da ist echt ein Bruch, ne, mit diesem dollen Rot-Lila-Ton. Allerdings findet sich natürlich dann dieses Lila hier wieder. Wie gesagt, alle Singles-Garne und das ist Woolly Lizard aus Colorado. Und das hier sind alles meine. Also da freue ich mich so richtig, das zu verwenden, weil das ist die Farbe des Jahres 2024, Moonsong. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das wirklich verwende. Das ist Birdsong. Das fliegt also eventuell. Und das ist Hammers Falls. Das ist eine Location hier in New Mexico, wo ich auch mal ganz kurz so überlegt hatte, ob ich das nicht als diese Trendfarbe verwende mit den dünnen Streifen. Aber nee, ich wollte da einen starken Kontrast, damit die Farben so richtig poppen. Ob ich dann tatsächlich das hier reinmache oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber ich könnte mir wirklich denken, dass das ganz viel visuelles Interesse, also Visual Interest, wie sagt man denn da auf Deutsch, dass das also visuell, optisch ganz interessant dann ist, letztendlich in dem fertigen Tuch. So ist im Moment meine Überlegung. Aber ich stricke jetzt erstmal eine Weile und guck mal, wie das alles so klappt. Und ich hoffe, ihr macht mit und habt auch Lust. Und ich muss mir das alles nochmal genau überlegen. Ich hatte mir überlegt, ich möchte da gerne Projekte sehen auf Ravelry und wer da halt dann auch eine Projektseite mit Fotos angelegt hat, der ist dann gewinnberechtigt. Ich habe ja schon lange keinen Giveaway mehr gemacht. Ich hatte mir immer so gedacht, weil ich die Farbe, nicht die Farbe, die Nummer 7 so gerne mag, habe ich mir gedacht, oh, man könnte ja eigentlich ein Giveaway machen bei 7777 Abonnenten auf Ravelry. Aber das sind wir ja noch weit von entfernt. Ne? Insofern, ja. Das wäre dann auch eben ein Giveaway. Ja, muss ich mal sehen. Muss ich mal sehen. Das ist ja ein Tuch, das dauert ja noch, ne? Wo wir eine Weile dran stricken. Moment mal gerade. So, jetzt sind wir fast durch. Eins wollte ich euch noch zeigen. Wir gucken ja immer gerne, wir sehen ja immer gerne andere Leute Stash. Und hier wollte ich euch noch das andere Garn zeigen, was ich in dem Wollladen in Arizona gekauft habe, mit einem ganz bestimmten Zweck. Und zwar möchte ich gerne damit eine Weste stricken. Ich habe im Wollladen so eine Weste hängen gesehen mit überschnittenen Ärmeln hier, relativ weit. Und dann hat die hier so eine Blende mit linken Rippen, also kraus rechts, glaube ich. Und diese Blende geht dann so über in so Strappen, die man also dann hier vorne so lockerlose binden kann. Nicht so endlos lang, also vielleicht so
20 Zentimeter, habe ich es in Erinnerung. Keiner weiß, was das für eine Anleitung ist. Sie ist nicht rauszufinden. Es ist kein Anhänger dran, nichts. Also es ist so, dass ich mir jetzt detaillierte Fotos gemacht habe und Maße, also mit Maßband und so, und auch so, dass ich dann gucken kann, wie die Maschenprobe aussehen würde, wenn man eine machen täte, weil ich habe ja hierfür keine gemacht. Da ist die Andrea dran schuld. Wenn man mal, könnt ihr alle mal raten, welche Andrea da gemeint ist. Bestimmt sind viele Andreas da draußen, die gucken. Die Andrea hat mir gesagt, sie hätte mal so eine schlimme Erfahrung gehabt mit einem Pullover, wo sie eine Maschenprobe gemacht hat, und seitdem macht sie keine mehr. Das war nämlich der Pullover bei ihr, der ihr nicht gepasst hat. Und ich dachte, ich mache das jetzt auch mal einfach so wie die Andrea, ohne Maschenprobe. Ja. Und bei dem hier aber werde ich mir eine machen müssen, damit ich das einigermaßen wirklich dann hinkriege. Ja. Diese originale Weste hat so ein Chevron, so ein Zickzack-Maschenmuster, so schöne Wellen, da sieht es auch toll aus mit diesen verschiedenen Farben dann in dem Garn, also mit dem Variieren. Ja, freue ich mich schon drauf. Aber hold your horses, Duck. Muss erstmal ein bisschen hier langsam machen. Und mich mal hier mal weiter bewegen bei meinen Projekten, die schon hier alle in Arbeit sind. Ihr wisst ja. Und, upsi. Na komm. Ja. Das wollte ich euch erzählen. Das habe ich euch erzählt. Das waren also die zwei neuen Garne. Die Stash, die ich mir neu zugelegt habe. Ich habe euch das Allerneueste gezeigt. Ich habe euch das. Wir sind durch. Im englischen Podcast habe ich noch die Mütze gezeigt, die ich beim letzten Mal vergessen habe, aber nur im Englischen. Ihr habt sie gesehen. Und deshalb sage ich jetzt tschüss und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Keine Reise jetzt in allernächster Zeit. Zumindest nichts, wovon ich weiß. Wer weiß, was mein Mann wieder für einen Unfug sich ausgedacht hat. Der liebt es ja zu reisen. Und also ich hoffe auf jeden Fall, ich sehe euch bald wieder und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Strickt was Schönes. Ciao.